Du spielst mit dem Gedanken, mit dem 3D-Drucken anzufangen, du weißt aber noch gar nicht so richtig, wo du anfangen sollst, dann bist du in diesem Video hier genau richtig. Um das Video möglichst übersichtlich zu halten, habe ich es in mehrere Kapitel unterteilt. Und zwar geht es als allererstes erstmal um den allgemeinen 3D-Drucker und wie dieser aufgebaut ist. Dann als nächstes, wie beschaffe oder erstelle ich mir eigentlich meine 3D-Objekte, die ich drucken möchte. Dann gucken wir uns ganz kurz an, was so die allgemeinen Kunststoffe sind, die man fürs 3D-Drucken benutzt. Als vorletzten Schritt gucken wir uns dann an, wie wir dieses 3D-Objekt dann an unseren 3D-Drucker übertragen. Und zum Schluss gibt es noch einmal ein Fazit von mir, quasi welche 3D-Drucker und welche Filamente ich dem Einsteiger empfehle. Und noch ein paar Tipps und vielleicht auch Ermutigungen rund ums Thema 3D-Drucken. Punkt Nummer 1, der 3D-Drucker kurz und knapp erklärt. Mittlerweile gibt es viele 3D-Druckherstellungsverfahren. In diesem Tutorial möchte ich mit dir jedoch das gängigste bzw. weit verbreitetste Verfahren behandeln, FDM. Hierbei wird ein zugeführter Kunststoffdraht, auch Filament genannt, in die Schmelzeinheit, auch Hotend genannt, unseres 3D-Druckers gefördert, dort bis zu seiner Schmelztemperatur erhitzt und anschließend durch eine kleine Düse gedrückt, vergleichbar mit einer Tortenspritze, in die man geschmolzene Schokolade füllt. Damit diese geschmolzene Kunststoffwurst aus unserem Hotend nicht willkürlich in der Luft hängt, sondern präzise dort abgelegt wird bzw. verschmolzen wird, wo später auch unser 3D-Objekt entsteht, besitzen die gängigen 3D-Drucker drei Achsen, X, Y und Z. Durch unseren gleich im nächsten Schritt erstellten 3D-Druckauftrag weiß unser 3D-Drucker nicht nur ganz genau wie viel, sondern auch exakt wo unser geschmolzener Kunststoff abgelegt bzw. extrudiert werden soll. Ja, macht er das jetzt lange genug und mit den richtig definierten Einstellungen, so entsteht im Laufe des Druckauftrages unser 3D-Objekt, in dem Schicht für Schicht unser geschmolzener Kunststoff auf die darunterliegende Schicht gedruckt bzw. geschmolzen wird. Jetzt wissen wir im Groben, wie so ein 3D-Drucker funktioniert. Jetzt stellt sich die nächste Frage, woher kriegen wir denn jetzt eigentlich unsere 3D-Objekte? Jetzt wissen wir zwar im Groben, wie ein 3D-Drucker funktioniert, aber die nächste Frage ist, woher bekomme ich denn überhaupt die 3D-Objekte her, die ich jetzt gerne ausdrucken möchte? Möglichkeit 1. Kostenlose Objekte von Internetseiten wie zum Beispiel Thingiverse. Diese lädt man sich herunter und man erhält ein 3D-Objekt. Dieses Objekt hat fast immer die Dateiendung .stl. So wie ein Foto beispielsweise oftmals die Endung JPEG oder PNG hat, so dreht sich im Thema 3D-Druck alles um diese .stl-Dateien. Möglichkeit Nummer 2. Aufwendige, kostenpflichtige Konstruktionen sowie Modelle und Figuren findet man zum Beispiel auf der Internetseite My Mini Factory. In diesen Modellen steckt oft viel Arbeit und Liebe zum Detail. In vielen Fällen wird auch eine Garantie vom Ersteller gegeben, dass diese 3D-Objekte auch definitiv druckbar sind. Option Nummer 3. Selber konstruieren. Mit einem Konstruktionsprogramm wie zum Beispiel Autodesk Fusion 360 kann man sich mit ein wenig Übung vom einfachen Würfel bis hin zu komplexen Freiformgeometrien seine eigenen 3D-Objekte erstellen. Zugegeben, ich musste hier auch von Null an beginnen, doch wenn man hier übt und regelmäßig konstruiert, stellt sich bereits nach kurzer Zeit Erfolg ein und der Ehrgeiz wächst, immer besser zu werden. Falls du Lust hast, dich mit dem Thema Konstruieren zu beschäftigen, findest du außerdem auf meinem Kanal nützliche Tutorials rund ums Thema Fusion 360. Nachdem wir jetzt unsere 3D-Objekte entweder uns heruntergeladen haben oder sie uns selbst erstellt haben, müssen wir natürlich gucken, welchen Kunststoff nehmen wir denn am besten dafür? Die Kunststoff- bzw. Filamentauswahl. Über diesen Punkt könnten wir wahrscheinlich eine komplette Videoserie drehen. Ich möchte dich aber nicht unnötig überrennen und aus diesem Grund fassen wir dieses Thema stark zusammen und konzentrieren uns auf die wichtigsten Punkte aus diesem Bereich. Die gängigsten Kunststoffe für den 3D-Druck sind vom Schwierigkeitsgrad der Druckbarkeit aufsteigend das sogenannte PLA, gefolgt von PETG und ABS. Auch weitere Kunststoffe wie Nylon, Polycarbonat, TPU und PMMA, eher bekannt unter dem Markennamen Plexiglas, lassen sich 3D drucken, sind aber eher etwas für Fortgeschrittene, die ihre 3D-Drucker den entsprechenden Anforderungen dieser Kunststoffe geupgradet und angepasst haben. Diese Kunststoffe haben beispielsweise eine erhöhte Schmelztemperatur und oder neigen während des Druckens, besser gesagt während des Abkühlens des 3D-gedruckten Bauteils, zum Wärmeverzug. Dies bringt einige zu meisternde Schwierigkeiten mit sich, auf die man als blutiger Anfänger gerne verzichten kann, um sich vorerst voll und ganz auf die Technik und die Funktionsweise des 3D-Druckens konzentrieren zu können. Hier gibt es nämlich genug Stoff zum Lernen. Als Anfänger starten wir also mit dem einsteigerfreundlichen Kunststoff PLA. PLA hat eine verhältnismäßig geringe Schmelztemperatur, haftet problemlos auf allen gängigen Druckbettoberflächen, verzeiht viele Einstellfehler und hat zugleich einen äußerst geringen Wärmeverzug. Achtung, kleiner Tipp,
PLA wird bereits bei 60 Grad weich und ist somit für einige Einsatzgebiete, wie zum Beispiel den Geschirrspüler oder den Innenraum eines Autos, eher ungeeignet. Wir haben jetzt also unser 3D-Objekt entweder selbst erstellt oder heruntergeladen. Wir haben den passenden Kunststoff ausgewählt. Und jetzt stellt sich zum Schluss die Frage, wie kriegen wir das Ganze denn an unseren 3D-Drucker geschickt? Wir haben also unseren 3D-Drucker aufgebaut, uns ein 3D-Modell entweder heruntergeladen oder selbst erstellt und uns für den Kunststoff PLA entschieden. Wie bekommen wir denn jetzt unseren 3D-Drucker dazu, unser Modell zu drucken? Hast du schon mal ein Word-Dokument auf deinem ganz normalen Papier-Heimdrucker ausgedruckt? Ja, und genau so, oder zumindest so ähnlich, funktioniert es auch beim 3D-Drucker. Nur, dass das übliche Einstellfenster zur Druckvorbereitung etwas komplexer wird. Anstelle der Auswahl zwischen Hoch- und Querformat, sowie Schwarz-Weiß oder Farbdruck, stellen wir für den 3D-Drucker beispielsweise die Schichthöhe der einzelnen Schichten, die Drucktemperatur und die Druckgeschwindigkeit ein. Diesen Vorgang nennt man Slicen. Hierfür gibt es diverse kostenlose sowie kostenpflichtige Programme. Ich persönlich nutze zu 90% das kostenlose Slicing-Programm namens Cura. Wir öffnen mit diesem Programm also unser 3D-Objekt, wählen uns eines der bereits voreingestellten Einstellprofile für unseren Kunststoff aus, in diesem Falle PLA. Hier können wir nun diverse Einstellungen vornehmen. Aber auch mit dem standard eingestellten PLA-Profil lassen sich bereits ansehnliche 3D-Objekte drucken. Ein Klick auf den Button Slice und das Programm erstellt einen Code, der dem 3D-Drucker nun im Anschluss genau sagt, was er zu tun hat, um unser 3D-Objekt zu drucken. Dieser Code enthält nun alle Daten über Geschwindigkeit, Drucktemperatur, Bewegungsgeschwindigkeit etc. an. Diesen Code, der sogenannte G-Code, das ist quasi eine Maschinensprache, speichern wir auf einer SD-Karte und stecken sie in unseren 3D-Drucker. Hier brauchen wir nur noch den Druck über das Display des 3D-Druckers zu starten und den Druckvorgang zuzuschauen. Ich kann euch sagen, Achtung, hier herrscht starke Suchtgefahr und ich spreche aus Erfahrung. Wenn du bis hierher alles richtig umgesetzt hast, dann solltest du jetzt in der Lage sein, dein erstes 3D-Teil zu drucken oder du hältst es vielleicht auch schon in deinen Händen. Kommen wir jetzt zum Fazit und zu meinen persönlichen Empfehlungen, was das Thema 3D-Drucker und auch Filamente angeht. Oftmals werde ich gefragt, welchen 3D-Drucker kann ich denn jetzt dem Anfänger empfehlen? Hier gibt es keine hundertprozentig richtige Antwort, da sich dies immer nach den Anforderungen des einzelnen Benutzers richtet. So möchte der eine Helme fürs Cosplay, der andere Miniaturfiguren und der nächste Funktionsteile drucken. Allgemein kann man jedoch mit dem weit verbreiteten Anycubic i3 Mega, dem Ender 3 Pro sowie dem Artillery Genius als Anfänger nicht viel falsch machen. Der Aufbau ist in allen drei Fällen und ohne viel Vorkenntnisse kein Wochenendsaufbaumarathon, sondern mit wenigen Handgriffen erledigt und bei Fragen und Problemen gibt es bereits eine große Community, die helfen kann. Ich persönlich rate zu Beginn von hochpreisigen Geräten etwas ab, da man erstens ja noch gar nicht weiß, ob dieses Hobby auf lange Sicht überhaupt etwas für einen ist und da man auch mit günstigen, guten Einsteiger-3D-Druckern bereits qualitativ sehr gute Objekte drucken kann. Bei der Wahl der Filamente verhält es sich ein wenig anders. Hier ist die Qualität essentiell und ausschlaggebend für ein gutes Druckbild. Ja, zugegeben, man kann auch in gewissem Maße, sagen wir mal, Glück haben und eine günstige Rolle finden, mit der man gut drucken kann. Was jedoch ausschlaggebend ist, ist Qualität in Form von Rundheit und Kunststoffzusammensetzung und das bei jeder Filamentrolle, gleichbleibend. Ich vergleiche das ganz gern so. Du kannst mit einem Ferrari oder mit einem Käfer zur Arbeit fahren, aber mit unreinem Benzin bleibst du in beiden Fällen liegen. Die Filamente, die ich größtenteils nutze, findest du unten als Link in der Videobeschreibung. Abschließend kann ich nur sagen, hab keine Angst vor diesem komplex wirkenden Hobby. Aber stell dich auch darauf ein, dass es einige Fehlschläge und auch Probleme geben wird. Es ist aber auch ein unheimlich spannendes Hobby, wo es auch sehr viel zu lernen gibt und gerade aus den Rückschlägen lernt man im Endeffekt am meisten. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video das Thema 3D-Drucken ein wenig näher bringen und ich habe eventuell auch in dir die Lust geweckt, damit anzufangen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe auch, dass ich dich in Zukunft mit meinen weiteren Videos bei diesem ganzen Hobby weiter begleiten darf. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, wenn du es noch nicht bereits gemacht hast. Und dann sehe ich dich wie immer hoffentlich im nächsten Video.